Baron Kittir ist wieder da. Einen schönen guten Tag und ich zeige euch, was der Void-Händler diesmal für die Konsolenspieler ein Angebot hat. Dann werde ich mal sein Angebot mal begutachten. Great Inaros, welcome. My shelves grow bare. Might we, you know, the usual? So, dann fange ich mal an. Dekoration, Taktis, Jäger? Okay. Ein anderer Grenierjäger, okay. Da hinten hat er noch irgend so ein Ding noch raushängen. Jetzt so hin und her fackelt, okay. Ja, das ist der Taktisjäger. Auch eins von den, das Grenierraumschiff halt. Aus den Wheeljack-Missionen. Das sieht so ulkig aus. So, sieht sehr nett aus. Ja, kann man sich gönnen halt. Dann. Filmmuster Nexus. Hier hat man den Filmmuster Nexus. Ja, für sein Coupon. Sieht sehr schick aus, dieser Muster. Ja, kann man so mitnehmen halt, diesen Streifenmuster. Ich finde, der sieht klasse aus. Dann, Prime schwerer Trauma plus 165% Einschlagschaden für Nahkampfwaffen, sehr nützlich. Dann Prime Feuersturm verbessert den Explosionsradius von Waffen mit radialen Angriffen. Plus 66% Explosionsradius für Gewehrwaffen, für Raketenwerfer. Sehr interessant, diese Mod. Dann Quanta Vandal. Ah, die Quanta Vandal. Auch eine sehr nützliche Waffe, wie ich finde. Ist auf Status ausgelegt, diese Waffe. Und Hauptschadensmerkmal ist halt Schockschaden. Ja, auch mit den Sekundär. So. Dann Prisma Dual Cleavers. Hier hat man die Hackengebeile. Die sehen sehr schick aus mit dem Prisma-Effekt. So. Man kann die entweder auf Status oder auf Crit auslegen, halt, die Cleavers. Und Hauptschadensmerkmal ist der Schnittschaden. Ja, jetzt sind Hackebeile. Zwei Stück. Dann Tinumba Sturm. Haltungsmod für die Clown. So wie die Venka Prime zum Beispiel. So, dann Ziphos Skin Prisma. Ah, Ziphos Prisma Skin. Sieht sehr schick aus, wie ich finde. Auch dieser Prisma-Effekt sieht sehr, sehr gut aus. Kann man so mitnehmen, wie ich finde. So, dann Ampu Sugatra. Hier hat man einen Sugatra für die Nahkampfwaffen. Sieht sehr schick aus, wie ich finde. Kann man so mitnehmen. Dann Diadin Kittir Atmos. Hier hat man den Kittir Atmos Diadin. Sieht auch sehr nett aus. Hat auch diesen kleinen Kittir Logo drauf. Kann man so mitnehmen. Dann Stabwaffenskin Ampun. Ah, hier hat man den Stabwaffenskin. Ja, sieht auch sehr nett aus und so, wie ich finde. Ah, was ich vermisse, ist halt diese spezielle Präsentation, die für Baro war halt, so, wo er stand, so diesen Stab so hochgehalten hat, so. Oder so präsentiert, so nach dem Motto hier. Aber ansonsten, ja, ist ein sehr schicker Stabskin, ich finde. Dann Rüstungspaket EOS Prime. Einmal das komplette Rüstungsset EOS Prime. Ja, sieht so komplett aus, sieht sehr schick aus. Ich finde, bei den weiblichen Frames passt dieser Rüstungsset noch am besten noch. So, dann Schablone Kittir. Hier hat man für den privaten Wohnbereich hier die Kittir-Schablone. Sieht auch sehr nett aus, wie ich finde, so. Passt, kann man so mitnehmen. Dann Mirage-Skin Unsterblich. Ah, sehr schicker Skin, wie ich finde. Hat so ein bisschen was von den Artalikin. Ja, kann man so mitnehmen. So, dann Tigris-Skin Alexis. Ah, die berühmten Alexis-Skins. So schicker Bronze-Skin mit Bronzerfizierungen. Kann man so mitnehmen, wie ich finde. Die sehen ultra gut aus, diese Skins. So, dann die Riga-Skin Wüstentarnung. Hier hat man für den fliegenden Dudelsack einen Wüstentarn-Skin. Ja, kann man so mitnehmen halt. Sieht nett aus, fast. Dann Prime Tierischer Instinkt plus 55 Beuteradar plus 33 Feindradar. Für Begleiter sehr nützlich, diese Mod.
So, kann ich empfehlen halt. Okay. Prisma Yamako Sandana. Hier hat man den Prisma Yamako Sandana. Sieht auch sehr schick aus halt. So, kann man so mitnehmen. Hat auch einen netten Prisma-Effekt. So, dann Ornamental Sima Luxum. Hier hat man eins von den berühmten Luxum-Deko-Gegenstände. Sieht sehr nett aus. Diese Art, ja, wie soll ich so sagen? So Gefäß, Behälter, Vase. Kann man so mitnehmen, wie ich finde. Dann K-Drive gekritzelt, Kitir Safari Grün. Hier hat man, ja, für den K-Drive ein, ja, gekritzel, neues Deck Bemalung. War, kann man so nennen, so Deckbemalung halt. Sieht sehr nett aus. Kann man so mitnehmen. Und dann Emblem Prisma Lotus. Hier hat man das Prisma Lotus Emblem. Sieht auch sehr nett aus. So kann man da ein bisschen besser erkennen. Halt. Ja, sieht sehr schick aus mit dem Farbmuster und so. Passt. Kann man so mitnehmen. Dann Fluff vom. Ja. Eins von den berühmten vom. Ja, fast Fluff halt. Sieht sehr nett aus. Auch mit dieser schicken Kugel halt. Ja, kann man so mitnehmen. So, dann gibt es ja noch den 3-Tage-Booster Modbeuterschanze. Da muss ich sagen, diesen Booster finde ich nicht so toll gelöst. Das verdoppelt ja die Chance auf Mods. Das heißt, man kriegt mehr von den seltenen Mods. Hat man dann, ja, wenn es gerade mal 1% Chance ist, hat man dann eine 2% Chance. Aber von den gewöhnlichen Mods, die kriegt man praktisch hinterhergeworfen. Ja, ich finde diesen Booster nicht so toll. So, dann gibt es ja noch Sande des Inaros Blaupause für die Inaros Quest. Dann gibt es noch ein Ephemera Feenfahrt. Ein sehr schickes Ephemera, wie ich finde. Mit so kleinen Feen und so Blätter, Zweige, die hochfliegen. Kann man so mitnehmen. Und zu guter Letzt, wenn man Inaros Prime hat, gibt es dann diese spezielle Barus Volt Signal Mission. Ja, die man nur bekommen kann, wenn man halt Inaros Prime hat. Nothing to your liking? So, und falls ihr mal den Händler verpassen solltet, macht euch keine Sorgen. Irgendwann mal wird er diese Sachen ja, wieder ein Angebot haben. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag noch. Bis bald und tschüss.